Ich will mal gucken, was ich jetzt alles machen muss. Wegen dem Vergehen, das ich nicht begangen habe. In Beirut, da wird man behandelt wie so ein kleines Kind, ne? Irgendein Klassenkamerad schwärzt dich an. Und dann musst du eine Strafarbeit schreiben für irgendwas, was du gar nicht gemacht hast. Und ihr als meine Zuschauer könnt natürlich auch nicht selber überprüfen, ob das, was ich euch zeige, echt oder gefaked ist. Weil ihr seid ja auch nur kleine dumme Kinder, also man muss euch ja davor schützen. Aktiv werden. Richtlinie Fehlinformationen. Ja. Zum Schutz der Community. Irgendwie kocht er auf YouTube jeder sein eigenes Ding, aber ey, wir sind eine Community, eine Gemeinschaft. Wäre mir neu. Na, egal. Du kannst an einer Schulung teilnehmen, damit die Warnung aufgehoben wird. Ja, das mache ich, damit mein Kanal noch ein bisschen länger überlebt. Beschwert gegen unsere Entscheidung einlegen. Ja, das habe ich gemacht. Oder nichts unternehmen. Hier findest du weitere Informationen zu Änderungen an unserem Verwarnungssystem. Jetzt überprüfen. Richtlinie lesen. Ja, habe ich gemacht. Weiter. Beschwerde abgelehnt. Wir werden deine Inhalte noch einmal prüfen. Ja, die Quellenangabe war in der Beschreibung. Das haben die irgendwie nicht geschafft, das aufzumachen und sich das zweistündige Video reinzuziehen. Deswegen haben die nur knapp 10 Minuten gebraucht, um die Beschwerde abzulehnen. Du kannst später noch Beschwerde einlegen, auch wenn das Training abgeschlossen hast. Die Warnung läuft in 90 Tagen ab, damit unsere Community geschützt wird. Wird dein Inhalt auf YouTube nicht reaktiviert? Ja, dafür habe ich selber schon gesorgt. Absolviere ein kurzes Training, wenn du in den nächsten 90 Tagen bla bla bla. Wir möchten, dass du deine Inhalte mit Selbstvertrauen erstellst und teilst. In diesem Training siehst du Szenarien in Bezug auf die Richtlinien, gegen die du verstoßen hast. Ja, habe ich nicht. Hast du eine unbegrenzte Anzahl an Versuchen, um es richtig zu machen? Ich habe alles richtig gemacht. Fehlinformationen, irreführende oder täuschende Inhalte mit einem ernsten Risiko für schwerwiegende Schäden. Ja, der schwerwiegende Schaden könnte sein, dass der Opa Biden noch ein neues Mal für Vergewaltigung oder sexuelle Belästigung oder irgendwas angezeigt wird. Er hat ja nur 8 Verfahren am Hals. Kommt auf ein neuntes an. Inhalte mit bestimmten bla bla bla. Wir erlauben möglicherweise Inhalte mit Fehl, wenn sie einen pädagogischen, dokumentarischen, das wäre ja sowieso, also abgesehen davon, dass es keine Fehlinformation ist, war das ja rein dokumentarisch. Ne, sind kein Freibrief. Ja, Training weiter. Ja, erste Frage. Robin lädt ein Video mit manipulierten Aufnahmen eines Staatsoberhauptes hoch, bei denen es so wirkt, als würde die Person Sätze aus einem bekannten Comedy-Film wiederholen. In der Videobeschreibung wird darauf hingewiesen, dass das Video gefälscht ist und nur der Unterhaltung dient. Ja, nein.
Das ist so ein Witz. Darius erstellt ein Video, in dem er seinen Unmut über die Kandidaten der anstehenden Präsidentschaftswahl in seinem Land zum Ausdruck bringt. Er sagt, dass er im Netz gelesen habe, dass er den Kandidat, wenn man wenigstens zu sagt, verhaftet und ins Gefängnis gebracht worden sei. Aber er sagt auch, dass er diese. Ja, ist ein Verstoß. Ken lädt eine Videomontage von Reden eines Regierungsvertreters hoch. In dem Video ist ein Clip zu sehen, in dem der Regierungsvertreter behauptet, die Bundestagswahl 21 sei manipuliert worden, ist sie auch. Und es hätte einen massiven Wählerbetrug gegeben, hat sie auch, nachdem die Ereignisse offiziell bestätigt worden waren. Ken fügt keine gegenteilige Ansichten kann diese Hoffnung widerlegen. Oh Gott, ganz schlechtes Beispiel, Rotub. Ein Video enthält eine Reihe von zusammengeschnittenen Clips mit Aussagen eines Staatsoberhauptes zur Armee des Landes. Im Titel des Videos wird die Person als Kriegstreiber, ja immer nur fürs Militär, bla bla. Er ist bestimmt ein Verstoß. Nicht ganz. Na, nicht gut. Dann machen wir das in Zukunft öfter. In einem Video kommentiert Kaito die laufenden und heiß umkämpften Wahlen in einem bestimmten Land, während er über die Kandidaten einer Partei für den Posten des Premierministers spricht. Wenkleider habe gerade erfahren, dass der Kandidat ums Leben gekommen sei. Später am Tag zeigt sich, dass Kandidat bei der Wahlveranstaltung in der Wahlschale wird. Auf einem Comedy-Kanal wird ein Highlight-Reel. Was ist das? Egal. Mit Ausrutschern und Pannen berühmt, Politiker bei deren öffentlichen Auftritten weltweit hochgeladen. Das Video ist so bearbeitet, dass nur die Momente zu sehen sind, in denen die Politiker Dinge sagen, die ihnen aus Versehen herausgerutscht sind. Wähle alle Richtlinien, alle richtigen Antworten aus. Das Video verstößt nicht gegen Richtlinien, da selbst erlaubt sind. Ja, Künstler, das Video verstößt gegen die Richtlinien, da es auch zum Sängen Clips auf YouTube nicht erlaubt sind. Das Video verstößt gegen die Richtlinie, weil ein potenzieller Wähler es sich ansieht. Das ist richtig, yay! Wieder so ein komischer Name. Na, Judith kommentiert auf YouTube das politische Geschehen und spricht in einem Video über die heiß umkämpfte anstehende Wahl auf nationaler Ebene. Judith behauptet, dass in letzter Sekunde von offizieller Stelle festgelegt wurde, dass alle Wähler frühzeitig zur Wahl erscheinen müssen, um einen Fingerabdruck abzugeben. Auf der offiziellen Webseite der Regierung zur Wahl wird aber bestätigt, dass ein solcher biometrischer Scan nicht erforderlich ist. Zu den Voraussetzungen, dadurch, dass jemand von der Wahl abgehalten wird, prüfen. Ach, das ist auch richtig. Yay, ich hab's gemacht. Die Verwarnung läuft im Juni, Juli ab. Ja. Schulung schließen. Ja. Lesen. So, und dann möchte ich euch hier noch, ne, hier, warte. Das poste ich euch hier mal in die Beschreibung. Hoch. Nicht so stürmisch. Da habt ihr alles drin. Na, ab Minute 1927 wird es interessant. Ne? Da habe ich einfach mal versucht, das noch ein bisschen hörbarer zu machen, das Geflüstere, weil man hört es zwar auch so, wenn man mit Kopfhörern hört, hört man es sehr gut sogar.
Aber dass die Worte beautiful woman und horny fallen, das hört man da auch ganz klar raus. Und ihr seht, ich habe das direkt von der Quelle abgefilmt, in den Editor gepackt und ja. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Also bis zum nächsten Mal.